Ich sage nach so langer Abstinenz. Und Jonas Hector wieder. Gefällt mir gut. Er macht Dampf auf der linken Seite. Auch Rudi rechts. Das passt ganz gut über die Außen bislang. Schweinsteiger. Brooks dazwischen. Guter Ball für Hermann. Kann er gleich verwerten. Gleich in den Lauf. Und die Möglichkeit für Götze. Das ist die Führung. Mario Götze, die 113. Minute wird sein Leben ewig prägen aus dieser Nacht in Rio. Zuletzt immer gespielt auch in der Nationalmannschaft, die letzten 9 Länderspiele immer dabei. Super Vorarbeit von Hermann, ausgegangen von einem Pass von Mustafi. Der Hermann erste die Lage versetzte, hier dieses Solo anzusetzen. Und der wird natürlich nicht richtig attackiert. Und das ist ein prima Einstand für den Gladbacher. Der ja schon mal nominiert war gegen Kasachstan, da aber nicht zum Einsatz kam 2013. Und dann hat man ihn wieder so ein bisschen aus den Augen verloren. Ballbesitz. Hohe Passgenauigkeit. Der Weltmeister macht das hier bislang sehr souverän, auch wenn aus der Finalelf aus Rio nur 2 dabei sind, im Moment zumindest. Schweinsteiger und Özil, Disco Root jetzt und der Ausgleich! Und der Ausgleich, Disco Root. Die Pause war etwas zu lang, die sich die deutsche Mannschaft da genommen hat. Mit einem ganz einfachen Diagonalpass tat sich eine erhebliche Lücke auf. Kam Patrick Hermann nicht mehr hinterher. Ja, der Ansatz ist immer gut, aber zu einer vernünftigen Kombination kommt es dann nicht mehr. Sami Khedira schleppt sich da jetzt auch langsam wieder zurück in die eigene Hälfte. Bobby Woods und der Treffer für die West Boys. Ganz einfache Drehung. Klassisch dann mit links abgezogen und die verdiente Führung für Jürgen Klinsmann und seine Mannschaft hier in Köln gegen den Weltmeister. Bradley leitet das ein. Dann Evans mit diesem starken Ball. Mustafi ein bisschen weit weg. Kommt er nicht mehr in den Zweikampf rein. Und für meine Begriffe keine Chance für Zieler. Den hat er genau richtig hingelegt. Super angenommen. Aufgedreht auf die rechte Seite.